Heute geht es mal wieder um das Thema Hautpflege, explizit darum, wie man große Poren verkleinern kann. Vergrößerte Poren können ein ebenes Hautbild logischerweise einfach so ein bisschen zerstören. Ja? Und wenn man, wie ich zum Beispiel, sehr ölige und fettige Haut hat, kann es auch sein, dass vergrößerte Poren einfach sich zu einem Pickel entwickeln. Und das möchte man nicht. Wichtig zu wissen ist, dass die Porengröße genetisch vorgegeben ist. Die Leute, die eine sehr ölige und fettige Haut haben, haben meist vergrößerte Poren. Die Leute, die eher trockene Haut haben, haben eher verkleinerte bis kaum sichtbare Poren. Und Leute, das ist am Ende des Tages einfach so. So hat der liebe Gott uns geschaffen. Da können wir auch nichts mit Tipps und Tricks irgendwie machen, um diese Poren zu verkleinern. Allerdings gibt es verschiedene Faktoren, die die Poren vergrößern. Und genau da können wir ansetzen. Erster Punkt, gründliche Reinigung. Ich weiß, wir Männer sind da sehr pragmatisch und für die meisten Männer bedeutet gründliche Reinigung einfach Wasser durchs Gesicht klatschen. Aber Leute, bitte macht das nicht, sondern reinigt euch wirklich gründlich, denn in unseren Poren sammeln sich halt viele verschiedene Dinge an, wie zum Beispiel Talg, wie zum Beispiel Dreck oder auch abgestorbene Hautzellen. Und das muss alles raus. Denn wenn man das nämlich nicht macht, dann sammelt sich da ganz viel an und die Poren erweitern sich und das wollen wir nicht. Das bedeutet, noch einmal zum Mitschreiben, dass die Haut regelmäßig gereinigt wird und das wiederum bedeutet nicht nur einmal im Monat, sondern wirklich zweimal täglich morgens und abends. Und das macht ihr am besten mit einem Gesichtsreinigungsgel in Kombination mit einer Gesichtsreinigungsbürste, damit ihr wirklich die Haut porentief reinigt. Eine gründliche Reinigung ist einfach essentiell, denn wenn die Poren immer gesäubert sind, füllen sie sich nicht und weiten sich dementsprechend nicht aus. Deshalb nutzt eine Gesichtsreinigungsbürste und passende Produkte. Links dazu findet ihr unten in der Box. Ich habe ja eben schon gesagt, wir Männer sind sehr pragmatisch. Das heißt aber nicht, dass du dein Gesicht mit einer Handseife reinigen solltest. Denn eine Handseife hat meist einen höheren pH-Wert und wenn du damit dein Gesicht reinigst, dann trocknet dein Gesicht schneller aus. Das wiederum bedeutet, dass deine Talgproduktion einfach schneller ist und einfach mehr Talg produziert wird und das wiederum bedeutet, dass deine Poren sich vergrößern, was wir eben nicht wollen. Deshalb meine Empfehlung greift auf jeden Fall auf eine milde Gesichtsreinigung zurück. Du fragst jetzt wahrscheinlich, hey, was soll ich denn da verwenden? Online Bruder Korte hat diverse Gesichtsreinigungsgels in Kombination mit einer Gesichtsreinigungsbürste getestet. Ich habe euch dazu auch eine Liste erstellt. Schaut gerne in die Infobox, da ist auf jeden Fall für euch was dabei. Drittens, regelmäßige Peelings. Mit regelmäßigen Peelings hast du die Möglichkeit, deine Haut von abgestorbenen Hautschüppchen zu befreien. Wenn du das nämlich nicht machst und die abgestorbenen Hautschüppchen noch auf deinen Poren liegen, kann es sein, dass es zu Verstopfung kommt. Check dazu mal chemische Peelings aus mit Fruchtsäure oder auch Salicylsäure. Damit befreist du deine Haut ideal von alten Hautschüppchen. Und wenn du dich wieder fragst, Daniel, wo bekomme ich das her? Online Bruder Korte hat dir was vorbereitet. Weiter geht's mit Punkt Nummer 4 und zwar Microneedling. Ich habe über Microneedling auf diesem Kanal schon oftmals gesprochen im Zusammenhang mit Bartwachstum. Aber Microneedling ist vor allen Dingen gut für die Haut und kommt aus der Dermatologie. Denn aufgrund von natürlicher Hautalterung ist es nun mal so, dass die Haut an Elastizität verliert. Das wiederum bedeutet, wenn die Haut schlaffer wird, wird auch die Pore etwas größer. Und mit dem Microneedling können wir dem einfach entgegenwirken. Warum ist das so? Bei Microneedling entstehen nämlich so kleine Mikroverletzungen auf der Haut. Und diese wiederum sind ausschlaggebend für die Kollagenproduktion. Die Kollagenfasern werden gestärkt und dementsprechend wird auch die Elastizität der Haut verbessert. So bilden sich Poren, die sich vielleicht über die Zeit hinweg vergrößert haben, einfach durchs Microneedling in ihre alte Ursprungsgröße wieder zurück. Wie ihr vielleicht wisst, ist UV-Licht der Number One Grund für Falten und Hautalterung. Und wir wollen natürlich unsere Haut, die Elastizität der Haut, solange es geht, so gut wie möglich behalten. Deshalb nutzt auf jeden Fall Lichtschutzfaktor, wenn ihr rausgeht. Und damit meine ich nicht nur im Sommer, sondern ihr solltet euch grundsätzlich vor Sonnenlicht schützen, damit die Elastizität der Haut, solange es geht, so gut wie möglich bestehen bleibt. Warum möchtest du die Elastizität der Haut beibehalten? Weil du möchtest, dass die Poren sich nicht vergrößern, sondern klein und fein bleiben und in ihrer Ursprungsgröße bestehen bleiben. Next one, leichte Formulierung. Wenn du durch übermäßige Talgproduktion eh schon zu öliger, fettiger Haut neigst, dann solltest du auf jeden Fall auf leichte Formulierung zurückgreifen. Was meine ich damit? Je reichhaltiger ein Pflegeprodukt ist, desto höher ist der Öl- bzw. Fettanteil. Und wenn du dann reichhaltige Pflegeprodukte verwendest, wenn du eh schon ölige und fettige Haut hast, kann das kontraproduktiv sein. Deshalb nutze eher leichte Formulierung. Weiter geht's mit dem Besuch beim Profi und zwar beim Kosmetiker. Geht da auf jeden Fall mal hin und macht zum Beispiel mal so eine Hydra
Facial-Anwendung. Dadurch werden halt die Poren wirklich richtig krass gereinigt. Man darf an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, dass die Talgproduktion natürlich immer voranschreitet und die Poren natürlich auch wieder gefüllt werden mit Talg. Aber wenn ihr regelmäßig zum Kosmetiker geht, beugt ihr auf jeden Fall vergrößerte Poren vor. Achtens, nicht herumdrücken. Ich weiß, das ist sehr verlockend. Gerade wenn du zu öliger und fettiger Haut neigst, wenn da so schwarze Pünktchen sind, dann will man einfach diesen Talg da rausdrücken und da kommt in den meisten Fällen auch ein bisschen was raus. Aber Leute, es lohnt sich nicht. Denn A, du kriegst nicht den ganzen Talg heraus. B, der Talg wird immer nachproduziert. Und C, wenn du daran herumdrückst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass durch dieses Herumdrücken dann auch einfach ein Pickel entsteht und der sich möglicherweise auch entzündet. Dann wird die Pore noch größer und genau das wollen wir eben nicht. Last but not least, auch wenn es dazu jetzt keine aussagekräftigen Studien gibt, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass, wenn ich mich schlecht ernähre, meine Talgproduktion zunimmt und meine Haut noch öliger und fettiger wird und dann kommt es auch vermehrt zu Pickeln. Meine Empfehlung für Leute mit großen Poren, versucht einfach mal auf Zucker, auf Milchprodukte als auch auf verarbeitete Nahrung zu verzichten und schaut auch mal, ob ihr einen spürbaren Effekt bei eurer Haut bemerkt. Falls du an dieser Stelle jemanden kennst, der mit großen Poren zu kämpfen hat, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch mit meinem Video ein bisschen weiterhelfen kann und wünsche euch auf diesem Wege eine wundervolle, ebene Haut ohne Pickel.